Hallo zusammen, mein Name ist Roland, ich bin hier Produkttrainer bei Bosch Power Tools. Hallo zusammen und ich bin Maike, ich bin Produktmanagerin für Säbelsägen und ich habe euch heute hier das neueste Mitglied in unserem Produktportfolio mitgebracht. Ja Maike, ich durfte die Säge schon mit dabei haben draußen beim Fensterbauer, Tür, Fensterdemontage. Ich habe damit auch schon Metallrohre gesägt und ich kann echt sagen, die geht durch wie Butter, das ist unglaublich. Ja? Aber sag doch mal was zu dem Namen und wo kommt diese Leistung her? Ja, also der Name steht für GSA, gewerbliche Säbelsäge im 18-Volt-Segment und die 28 für die 28 mm Hublänge. Und die Leistung kommt daher, weil es unsere erste Biturbo-Säbelsäge in unserem Produktprogramm ist. Ja, und die hat wirklich eine Leistung wie unsere GSA 1100, das ist das Kabelgerät. Allerdings ist natürlich oft das Kabel im Weg. Ja. Gerade bei einer Säge sägt man gern auch mal das Kabel gleich mit ab. Das ist natürlich auch gefährlich, schon wegen dem Strom. Ja. Und von daher ist eigentlich da ein Akkugerät absolut von Vorteil. Ja. Eine typische Anwendung habe ich erwähnt, das ist eigentlich die Demontage von Fenster und Türen. Was gibt es denn sonst für typische Anwendungen? Ja, sie ist natürlich geeignet für alle Arten von Abbrucharbeiten. Sie ist ein Problemlöser für Zimmerleute, aber auch für Installateure, für Elektriker. Ein Problemlöser, wann immer man so ein Gerät mal braucht. Ja, und vor allem auch der Metaller, wie ich es schon erwähnt habe. Es ist wirklich, geht durch Metall mit unterschiedlichsten Zubehören. Richtig. Und im Laufe unseres Videos gehen wir auch auf die unterschiedlichen Zubehöre noch ein. Auch auf die Leistung, was von Akku nehme ich am besten. Und auch verschiedene Anwendungen zeigen wir direkt oder auch draußen, wo wir unterwegs ein paar Aufnahmen gemacht haben. Ja, wir haben ja jetzt gerade über die Leistung geredet und um die zu erzielen, empfehlen wir die Säge mit unseren Proco 18 Volt 5,5 Ampere Stunden Akkus, damit wird sie auch ausgeliefert, oder mit dem Proco 18 Volt 8 Ampere Stunden Akku. Und natürlich könnt ihr trotzdem alle anderen 18 Volt Akkus auch verwenden, die ihr bei euch habt, rückwärtskompatibel bis 2008. Ja. Es gibt nämlich viele Anwendungen, da brauche ich nicht unbedingt die Maximalpower, ich habe nur Dachlatten oder sonst was und dann ist das absolut ausreichend. Ja. Genau. Ja, ein großer Vorteil von der Säge ist das optimale Verhältnis zwischen Gewicht und Leistung. Ja, und das würde ich gerade mal vormachen, weil wenn ich einen Akku drin habe, ja, dann kommt natürlich häufig die Anwendung, die über Kopf ist. Ja, das heißt, ich muss über Kopf arbeiten, ich bin vielleicht noch in der Zwischendecke, ja, muss da drunter, habe da Metallrohre, irgendwelche Abwasserrohre oder sonst was und muss die trennen. Und es ist natürlich wichtig, dass ich eine Maschine habe, die maximale Power hat und trotzdem vom Handling her angenehm ist. Ne? Mhm. Und sag mal, Roland, ist dir dann eigentlich auch aufgefallen, dass die Säge ein besonders geradliniges Design hier hat? Ja klar, das ist nämlich extrem wichtig, weil oftmals komme ich dann oben an der Decke irgendwo ganz an die Decke. Ich mache es gerade mal hier vor an der Werkbank, als wäre das jetzt zum Beispiel der Boden oder eine Wand. Ja. Und dann ist es natürlich optimal, ich möchte hier sägen ja, und habe dann eben dieses randnahe Arbeiten und das ist häufig sehr, sehr wichtig. Ja. Richtig, und da haben wir bei der Entwicklung von der Säge speziell darauf geachtet, dass wir auch solche Aspekte mit abdecken. Maike, jetzt haben wir ganz viel über Abbrucharbeiten geredet. Ja. Ich habe jetzt hier einen Balken eingespannt und habe hier so 8 x 240 mm Schrauben, 5 Stück davon hier vorne stirnseitig reingedreht, ja, dass das praktisch so simuliert, als wären das beim Abbrucharbeiten verbundene Balken miteinander. Ich möchte da jetzt einen Schnitt durchmachen mit meiner Säbelsäge. Was für ein Zubehörblatt würdest du jetzt empfehlen? Ja, da würde ich jetzt mal dieses Expert Wood with Metal Demolition nehmen, zum Beispiel für Fichtenbalken bis 175 mm. Und ich würde sagen, probier's doch einfach mal. Genau. Sehr gut. Das geht relativ einfach. Ja. Ich setze es einfach hier vorne ein. Vorsichtig immer schön hinten festhalten. Dann einmal drücken und es schnappt ein und mein Sägeblatt ist eingespannt. Ja. Bevor wir den Akku einsetzen, noch eine Frage. Hier der Pendelhub haben wir hier ja auch bei der Säge. Richtig, ja. Würdest du empfehlen, den einzuschalten jetzt hier oder lieber auszulassen? Genau, also für Arbeiten in Holz auf jeden Fall Pendelhub einschalten. Und dadurch haben wir in Holz einen schnelleren Arbeitsfortschritt, weil durch die Pendelbewegung vom Sägeblatt der Schnitt direkt von den Spänen gereinigt wird. Wunderbar, dann machen wir das so. Würde ich sagen, setzen wir einmal den Akku ein und dann natürlich Schutzausrüstung nicht vergessen, Brille ganz wichtig und natürlich auch an den Gehörschutz denken. So, kann losgehen. Und bin richtig gespannt, ja? So, ich mache jetzt hier so ein 2 cm Stück ab und würde sagen, auf die Plätze, fertig, los.
Boah, das ging echt gut durch. Ich hole mal gerade das Stück her. Das sehen wir, das sind die 5 Schrauben, ja, die ich entsprechend eingedreht habe. Hinten auch, 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Ein bisschen ging auch der Lack ab natürlich von dem Sägeblatt, das ist klar. Und von daher bin ich begeistert. Wunderbar. Dann habe ich jetzt noch was anderes für dich, Roland. Wie wär's denn mal hiermit? Boah, mit dem gleichen Sägeblatt? Nein, da würden wir jetzt mal einmal das Sägeblatt wechseln. Da würde ich jetzt okay. Hier das Expert for Thick Tough schnall, Metal. Ich leg's mal schnell hierher. Benutzen, genau, wenn du möchtest. Dann wechsle ich erstmal das Blatt. Ja. Genau, zeig uns doch mal, wie der Sägeblatt wechselt. Natürlich immer den Akku rausmachen. Ja. Dann ist es sehr einfach natürlich hier. Das heißt, ich kann relativ einfach, ohne das heiße Blatt und natürlich auch verschmutzte Blatt anzufassen, das entsprechend auswerfen und nehme dann das neue, wie gesagt, immer von hinten anfassen und dann entsprechend wieder einsetzen. Und natürlich geht es jetzt noch um das Umspannen. Einmal den Balken raus, das Metall rein. Wird natürlich generell hier einen Metallschraubstock verwenden, aber jetzt für die Demonstrationszwecke, denke ich, ist es vollkommen ausreichend, dass wir hier auch ein Stück schneiden. Und von daher würde ich sagen, Akku wieder rein. Genau, und Pendelhub aus. Und Pendelhub aus, genau. Relativ einfach hier, Klick und der Pendelhub ist aus. Mhm. Würde ich sagen, rüste dich nochmal. Ich rüste mich. Bereit? Ja. Sehr schön. Boah, packt es locker. Ja, das ist ein bisschen weit weggefallen, von daher lasse ich es liegen. Aber wir sehen, sauber Schnitt, ja. Hat super geklappt, bin begeistert. Wunderbar. Ja, das waren jetzt wirklich interessante Anwendungen. Jetzt habe ich dir aber ein Gussrohr mitgebracht mit 5 mm Wandstärke. Meinst du, das packt die Säbelsäge auch? Unsere Säbelsäge, wie gesagt, Biturbo-Leistung. Wir lassen das Sägeblatt drin, Roland. Und okay. Ich würde sagen, Schutzausrüstung an und alles klar. Ausprobieren. Probieren wir es aus. Da bin ich jetzt echt gespannt. Pendelhub lasse ich aus, ja. Ja, haben wir ja gesagt, bei Metall. Ja. Ich habe es ordentlich eingespannt und dann würde ich sagen, 2-3 cm und los geht's. Ja, am Anfang ein bisschen langsamer, damit wir nicht so viel. Boah, ich habe es ja fast nicht für möglich gehalten, ne? Aber schaut euch das an, ja, und ist auch wirklich ein super sauberer Schnitt. Genial. So, und hier war ich jetzt unterwegs mit einem Fensterbauer hier aus der Region Stuttgart. Er hatte die Aufgabe, dieses Fenster auszubauen und dafür eine Nottür einzusetzen. Meine Aufgabe war jetzt hier diese Kreuzverstrebung aus diesem Fenster, aus einem Aluminiumfenster, wo auch die kleinere Metallprofile eingearbeitet waren, herauszutrennen. War natürlich mit unserer Säbelsäge und einem Expert Blade für Metall gar kein Problem. Ging auch da wirklich durch wie Butter wieder und hat total Laune gemacht. Und wie wir jetzt in den ganzen Anwendungen gesehen haben, haben wir natürlich ein umfangreiches Zubehörprogramm. Wie beispielsweise hier unsere Export Range. Alle mit Carbide-Technologie für hohe Langlebigkeit und anspruchsvolle Arbeiten. Genau, und wenn ihr wissen wollt, welches Sägeblatt für eure Anwendung das Beste ist, dann schaut einfach mal in unseren Sägeblattfinder, den wir hier für euch verlinken.
Und Maike, ich finde ganz toll, dass wir hier diesen Haken haben, dass wenn ich die Säge mal nicht irgendwo ablegen kann, beispielsweise hier dann die Säge an die Leiter hängen kann oder vielleicht auch an die Dachlatte oder sonst, wo man sie entsprechend ablegen kann und oder abhängen kann sozusagen. Und den Haken, den klappe ich wieder ein, dann stört er nicht und kann entsprechend arbeiten. Genau. Ja, und die Säge passt in eine L-Box, ohne dass man vorher zum Beispiel die Fußplatte demontieren muss. Und zusätzlich kann man da natürlich auch noch bis zu 3 Akkus unterbringen, einen Lader und natürlich auch diverse Sägeblätter. Ja, und hier seht ihr jetzt nochmal unser gesamtes Akku-Säbelsägenprogramm im Überblick. Hier links haben wir die GSA 12 Volt 14 und die GSA 18 VLIC. Und die neue GSA 18 V28 reiht sich ein zwischen der GSA 18 VLI und der GSA 18 V32. Tja, und somit sind wir auch schon am Ende mit unserem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach einen Kommentar und abonniert unseren Kanal, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt. Ciao. Ciao. Outtakes. Verhaspelt. Ich setze das ein, drück einmal und dann können wir es gerade noch mal drehen, weil das nicht in der richtigen Ausbandsposition war. Ich weiß mal, was ich sagen will. Und zusätzlich kommt die Säge in einer L-Box. Abonniert gerne unseren Kanal. Ihr findet immer wieder neue Videos in kurzweiligen Abständen.